Ich zeige dir heute eine wenig bekannte Funktion in Logic, mit der du Sounds erzeugen kannst, die deine Zuhörer sofort neugierig machen. Ungefähr so. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ganz kurz zu Beginn, falls du neu bei Logic bist oder falls du dich in dem Programm noch nicht so wirklich wohlfühlst, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 heiße Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst und wie du deinen Workflow in dem Programm massiv verschnellern kannst. Also Logic Workflow Checkliste unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen. Diesen Sound, den du gerade im Beispiel gehört hast, habe ich mit FlexTime generiert. FlexTime in Logic nutzen die meisten User, um rhythmisches oder auch melodisches Material zu quantisieren, also um Timing-Korrekturen vorzunehmen. In diesem Tutorial zeige ich dir jetzt zwei weniger bekannte FlexTime-Algorithmen, nämlich SpeedFX und TempoPhoneFX. Diese eignen sich nämlich super für Sounddesign und abgedrehte Effekte. Viel Spaß jetzt beim Praxisteil. Um FlexTime zu öffnen, gehst du hier oben auf diesen Button, der aussieht wie so eine Zeituhr, wie so eine Sanduhr, und klickst einfach hier drauf und dann siehst du hier die verschiedenen FlexTime-Modi, wie im Intro erwähnt, und hier unten geht es jetzt um SpeedFX und TempoPhoneFX, um die es heute gehen soll. Hören wir uns das Beispiel hier zunächst mal an. Klingt schon ganz gut jetzt, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Drama da drinnen. Ein Element, das sich noch ein bisschen schneller bewegt. Und dazu mache ich es jetzt einfach so, dass ich diese Spur hier nochmal kopiere. Ich lege mir einfach eine neue Audiospur an. Und wir ziehen diese Spur jetzt oder kopieren diese Spur jetzt hier runter. Und jetzt wechsle ich zunächst mal in den FlexTime-Modus SpeedFX. Hier geht es also um Geschwindigkeit. Und du siehst jetzt schon, dass er die Transienten hier erkannt hat. Und jetzt kann ich diese Spur hier manipulieren, indem ich zum Beispiel einfach hier ziehe. Jetzt wird der vordere Teil schneller abgespielt und der hintere langsam. Hören wir mal rein. Okay, ich kann es auch andersrum machen. Du kannst auch einfach hier ziehen. Jetzt ist der vordere Teil langsamer, während der hintere schneller läuft. Und du hörst jetzt hier schon bei diesem SpeedFX-Modus, wenn du eine Spur, eine Region verschnellerst, wird sie auch höher. Wenn du sie langsamer machst, wird sie tiefer. Man kann diese Regionen jetzt natürlich nicht nur in sich verschieben, also hier, sondern man kann sie auch komplett zusammenstauchen. Das machst du, indem du jetzt hier anfasst und die komplette Region verkürze ich jetzt hier mal um die Hälfte. Ja? Jetzt siehst du also, wie er sie zusammenstaucht. Und jetzt spielt diese Region doppelt so schnell ab und auch eine Oktave höher, weil ich sie jetzt von der Länge von 4 Takten auf 2 Takte, also doppelt so schnell, zusammengestaucht habe. Klingt schon mal interessant. Jetzt kopiere ich einfach diese Region hier rüber und ich füge sie vielleicht auch direkt zusammen. Was du jetzt siehst, ich habe also hier eine neue Region, aber die Flexmarker sind weg und deswegen musst du, wenn du das sehen möchtest, diese Flexmarker, ganz wichtig, Flex und Folgen einschalten, okay? Und jetzt siehst du hier die Transienten. Was ich jetzt mache, ich schalte um in einen anderen Algorithmus, nämlich Polyphon. Und jetzt, und das ist das Interessante, jetzt kann ich diese Spur hier quantisieren. Das heißt, ich kann verschiedene Rhythmen ausprobieren. Und das mache ich jetzt mal hier oben. Ich quantisiere zum Beispiel jetzt einfach mal auf 16, was dann passiert. Okay, oder wir könnten mal eine Achtelnote probieren. Geht auch nicht schlecht. Probieren wir es mal zusammen komplett mit dem ganzen Arrangement jetzt hier, wie es jetzt klingt, auf Achtel quantisiert. Ja, ich denke, mir haben 16 ein bisschen besser gefallen. Ich ziehe die mal ein bisschen hier nach links und nach rechts. Probieren wir es mal auf 16 und ich glaube, dann haben wir schon ein ganz gutes Ergebnis hier. Okay, und ich finde, so kannst du relativ schnell, ohne was Neues, ohne eine neue Spur zu erzeugen, kannst du relativ schnell mehr Spannung in so einen Track bringen, ohne dass ich jetzt was einspielen musste. Allein über diesen SpeedFX-Modus, wenn du dann mit den Spuren ein bisschen rumspielst, kannst du sehr, sehr interessante Ergebnisse erzielen. Gehen wir mal weiter zum nächsten Beispiel hier. Hören wir auch da mal erst kurz rein.
Wir haben hier einen etwas langweiligen 80s Dance Bass. Ja, und den möchte ich jetzt so manipulieren, dass ich hier mir einzelne Töne rausziehen kann und die und an diesen manipulieren kann. Ja? Und ich höre mal kurz, wie diese Achtel hier laufen. Genau, also es ist jede zweite hier. Und den möchte ich jetzt teilen, sodass ich jetzt nur einzelne Töne habe. Dazu gibt es einen Trick, wenn du hier einfach dein Scherenwerkzeug nimmst, das ist in meinem Fall jetzt das Rechtsklickwerkzeug und Option gedrückt hältst, mach es mal so, dass du alles sehen kannst, dann teilst du diese Region hier in gleiche Teile. Zack. Ne? Jetzt habe ich pro Ton praktisch hier immer eine kleine Region. Genau. Die hier hinten brauche ich nicht. Und ich möchte auch gar nicht alle Töne haben, sondern mir reichen hier so 4 oder 5, an denen ich manipulieren kann. Und das machen wir jetzt über den Flextime-Modus Tempophone. Also ich ziehe mir die erstmal hier so ein bisschen rüber und dann können wir uns was zusammenbauen. Tempophone ist nicht nur eine reine Namenserfindung. Tempophone, dieses Gerät, dieses Hardware-Gerät gab es tatsächlich mal. Ich glaube in den 60ern oder 70ern ist es erfunden worden. Und damit konntest du Tempomanipulationen durchführen und vor allem konnte man Audiomaterial auch zusammenstauchen oder stretchen, also in die Länge ziehen und dadurch so metallische, psychedelische Effekte erzeugen. Okay, ich stelle also jetzt mal hier um auf Tempophon. Und jetzt kann man hier Folgendes machen. Ich kann jetzt hier, wir haben jetzt hier nur einen Ton, ne? Und ich könnte diesen Ton jetzt zum Beispiel hier in die Länge ziehen. Du musst immer hier oben rechts anpassen, sonst funktioniert es nicht. Und jetzt stretchen wir den einfach mal in die Länge. Und dann klingt er so. Okay. Wir können jetzt hier weitermachen. Zum Beispiel den kürzer machen. Den wieder stretchen hier. Du kannst die auch weiter verkürzen noch. Nehmen wir mal den und machen ihn kürzer. Immer oben anfassen, ne? Und jetzt können wir die zwei zum Beispiel hier hinpacken. Vielleicht nochmal dahinter kopieren. Und dann würde die Sache so klingen. Du siehst also, um was es geht. Du kannst sie zusammenstauchen oder stretchen und erhältst dann relativ seltsame metallische Soundeffekte. Ich versuche mal kurz off-camera was zu bauen, was ein bisschen zu dem Beat passt. Okay, das ist mein Ergebnis hier. Okay, klingt ziemlich abgefahren. Und den Abgefahrenheitsgrad, sage ich mal, den kannst du hier auch noch einstellen. Und zwar bei Tempophone gibt es hier die Grain-Größe und den Crossfade. Ich habe hier, apropos Crossfade, ich habe hier auch kleine Crossfades eingebaut für alle Regionen, damit es nicht so abgehackt klingt und nicht knackst. Ne? Also, und hier über diesen Grain, über die Grain-Größe und über den Crossfade kannst du ja so ein bisschen feststellen, wie abgefahren die ganze Sache wird. Ich war jetzt hier bei 25 Millisekunden, ich kann es immer auch hochfahren, wird es noch abgedreht. Okay, ich lasse aber jetzt mal so, wie ich es vorher hatte. Das hat mir ganz gut gefallen. Was ich bei sowas zusätzlich immer noch sehr gerne mache, ist in Verbindung mit dem Tempophone FX die Logic-internen Speed-Up- und Tape-Down-Effekte zu benutzen. Dazu bounce ich jetzt diese Spur hier in Place und muss sie nochmal schneiden dann. Zack, weil sonst kann ich diese Speed-Up- und Tape-Down-Effekte von Logic selber nicht machen. Ich schneide die mal noch kurz durch. Und wenn du jetzt hier in deine Fade-Out- und Fade-In-Modi gehst, dann kannst du hier zwischen Fade in oder beschleunigen oder Fade out oder verlangsamen wählen. Und wir wollen jetzt hier beschleunigen beim Fade in und verlangsamen beim Fade out. Wenn ich jetzt also hier einen Fade einzeichne, wird das kein Fade out sein, sondern ein Tape down Effekt. Ja, wir können die mal hier anspeeden. Die hier verlangsamen. Hier mache ich auch wieder einen Tape down Effekt. Und dann habe ich hier hinten noch einfach ein paar mehr Schnipsel mit dazu gebaut, dass es noch ein bisschen abgedrehter klingt. Wir können den ja vielleicht auch nochmal schneller machen. Und hören wir mal das Ergebnis jetzt an. Das klingt schon mal richtig cool. Ist auf jeden Fall ein Earcatcher für deine Zuhörer. Und jetzt kannst du noch einen Loop dazu bauen oder eine Melodie.
Und dann hast du dieses Ergebnis. Jetzt bin ich gespannt. Hattest du diese zwei Algorithmen auf dem Zettel oder hast du sogar schon mit ihnen gearbeitet? Und wenn ja, für was, für welche Zwecke hast du sie eingesetzt? Schreib mir das bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Falls du dich für Sounddesign interessierst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da gebe ich dir nochmal 7 weitere heiße Tipps, wie du spannendere Sounds erzeugen kannst. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.